Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute mal wieder Körbe werfen mit Mr. Mike. Mittwochnachmittag, ich hab frei. Wetter ist traumhaft, es hat 18 Grad. Ihr seht es ja hier. Ey, das ist halt geil. Aber die nächsten Tage wird schon wieder schlechter. Sehr schade, aber wenn ich in der Arbeit bin, egal. Obwohl es sind Feiertage jetzt, ne? Karfreitag, Karmontag. Es ist, naja, man kann nichts alles haben. Und bevor es losgeht, erst ein bisschen Werbung. Mein Ball. Jetzt werden wahrscheinlich ein paar Engpässe kommen, weil der so oft verkauft worden ist. Über 300 Mal und wirklich das Feedback, Alter, unglaublich. Ich weiß ja, er ist hammergeil, ne? Aber dieses Feedback. Nicht mal Hater sind gekommen und haben diesen Ball schlecht gemacht. So gut ist dieser Ball. Also das, Alter, ne? Und Peak natürlich auch eine Marke. Ich weiß, viele von euch kennen sie vielleicht immer noch nicht oder kannten sie nicht. Sponsor der deutschen Nationalmannschaft, der serbischen Nationalmannschaft. Also ich glaube, die Jungs tragen keinen Billig-Scheiß. Ne? Also das spricht wirklich für Qualität. Viele haben auch gefragt, Mike, welchen Ball von dir soll ich mir kaufen? Weil sie gedacht haben, es gibt zwei Bälle, aber es gibt nur diesen einen. Ne? Einmal Logo hier, einmal Logo da. Also es ist wirklich ein Ball. Ne? Für 33 Euro inklusive Versand da. Nee, du musst über 40 Euro kommen. Check einfach mal aus. Unten Videobeschreibung verlinkt www.mrmikeshop.de. Das ist das eine, der mega geile Ball. Unglaublich geiles Feedback. Über 300 Bälle mittlerweile verkauft und ey, es ist schon geil, Alter. 300 Bälle, das ist schon auch nicht schlecht. In jetzt 3 Monaten, oder? Sind jetzt dann 3 Monate, wo auf dem Markt ist, Bombe. Also Nachbestellung ist jetzt raus. Er wird vielleicht auch noch einen Ticken verändert. Wartet ab, seid gespannt. Ich habe da noch keine Infos dazu. Auf jeden Fall müssen neue Bälle bestellt werden. Und auch in Größe 6 für Kinder unter 12 und für die Damen. Ne? Mega. So, und jetzt hier nochmal eine Schuhempfehlung, weil mich jetzt natürlich viele Leute fragen, Schuhempfehlungen, obwohl die Leute fragen mich immer, welchen Schuh soll ich mir kaufen? Dann natürlich auch von Peak. Ich bin natürlich auch auf diesen Schuh erst gekommen, weil Peak mich jetzt sponsert natürlich, ne? Aber ihr seht es in meinen Videos immer und immer wieder, ich trage eigentlich nur noch ein paar Schuhe regelmäßig und zwar ist das der Tai Chi Flash 2, Alter. Ne? Der hier, den habe ich auch hier gerade an. Ne? So, ich habe den jetzt, wie oft habe ich den eigentlich? Einmal im Kuhmuster, einmal in der Halloween Edition, es gibt ihn noch in der Hellboy Edition, es gibt ihn noch in der Godzilla Edition, Special Editions und dieser Schuh, Alter. Ne? Drinnen und draußen einfach ein Traum. Also so stabil, so geil verarbeitet, du fühlst dich sicher. In der rutschfesten Halle hast du Grip ohne Ende immer noch. Natürlich musst du mal drüber wischen, aber die Sohle ist echt auch für staubige Hallen mega gemacht. Auf Asphalt habe ich mit dem gespielt, auf Gummiboden. Check den aus, 129 Euro mit dem Rabattcode Mr. Mike, 10% auf alles. Und das ist halt echt eine Ansage. Wer die Marke nicht kennt, ne, man kann sich auch sagen, ah, Mike, 130 Euro, ein bisschen zu viel. Peak hat auch noch günstigere, aber dieser Schuh halt ist wirklich dem Preis absolut gerechtfertigt, absoluter Traum. Den musst du einfach ausprobieren und anziehen und dann kannst du nochmal sagen, Mike, ja, weißt du, auch dieses Tai Chi, auch schon oft beworben, ne, das ist so ein Material, das ist einfach schön leicht und fluffig und sobald du das irgendwie belastest, ne, mit mehr Kraft, wird es fest. Und dieses Tai Chi, check's aus. Ich kann dir jetzt viel erzählen, ich weiß schon daher. Meine Empfehlung einfach dieses Jahr 2022 ist auf jeden Fall der Tai Chi Flash 2, Mann. So, genug gelabert. Es tut mir leid für eure Zeit, aber ab und zu muss ein bisschen Werbung sein, vor allem auch mit dem Ball. Weil viele Leute echt nicht wussten, dass es nur ein Ball ist. Ne? Logo hier, Logo da, ein Ball ist es. So, Mann. Und wir checken aus. Brauche ich das Cap? Nein, Mann. Ey, es ist so brutal warm. Es ist so brutal warm. Oben liegt noch Schnee. Hier, Kampenwand, gell? Wow, und hier unten hat es 18 Grad. Ich fasse es. Super schön, super schön. Aha, ja. Letzten Tage war ich in Prien, auch auf Asphaltplatz, auch ein harter Ring. Ey, die sind wieder verschieden. Jetzt habe ich mich auf den anderen eingeworfen. Ne? Aber das ist halt das Geile, sich immer einwerfen, das hat irgendwas. Es ist ein bisschen nervig, aber es ist auch geil. Marvin, falls du das Video siehst, falls du die Werbung jetzt hier am Anfang erlebt hast, wir müssen rausgehen, ich will sehen, wie dein Wurf auf anderen Körben ist. Ich kann mich auch echt nicht erinnern, dass ich mit Marvin oft auf anderen Körben gespielt habe. Oder wie gut Marvin sein Wurf ist auf anderen Körben. Hey, da muss ein Video her. Ne? Ob er diese 112 Freiwürfe hintereinander am Stück auch auf dem anderen Korb trifft. Was meint ihr? Feedback geben sagt ja oder nein. Schafft er es oder nicht? Ah, siehst du? Der hintere Ring hier.
Da darfst du nicht hinkommen. Und auch nicht auf dem Vordern, klar. Ist ja logisch. Warte, schau dir das an. Das ist einfach ein hartes Teil. Wahnsinn. Hey! Brutal, brutal. Was ist denn hier jetzt? Das war zu kurz. Das war schon schöner. Heute aber auch wieder der Rücken, gell? Der Rücken seit ein, zwei Wochen wieder. Ah, das war das letzte Video, wo ich gemacht habe, Körbewerf mit Mr. Mike, wo ich Seil gesprungen bin. Das hätte ich nicht machen dürfen. Seilspringen hat mich gekillt, Alter. Seilspringen hat mich echt gekillt. Mein Rücken fand das nicht geil. Das war so flach. Für die Korbleger heute. Die Korbleger? Nice, ja. Muss ich auch über die kleinen Dinge freuen im Leben. Boah, wie warm das ist, gell? Oh, schön, Alter. Das ist so warm. Das ist aber echt ein schönes Gefühl, dieses Einwerfen. Ne? Du bist auf dem Korb, du triffst nicht und auf einmal weißt du es echt so, aha, okay, okay, Feintuning, ne? Du bist am Start. Das ist geil, das ist geil. Oh, rechts weg. Es ist so. Hier rechts weg. Handgelenk mit dem Abklappen, gell? Hey. Oh, schau, Wahnsinn! Was habe ich da immer? Dieses, mein Handgelenk, wenn es das verzieht, gell? Oh. Ajoi, jeppiger! Dann wäre es so schön, hey, wenn ich immer so einen geraden Wurf hätte, ich hätte eine echt geile Trefferquote, Alter. Ich hätte echt eine richtig geile Trefferquote. Ich meine, ich habe schon eine gute Trefferquote, so allgemein. Ich habe auch schon einen guten Wurf vor Midrange, ne? Aber ich mir vorstelle, dass mein Handgelenk nie verziehen würde.
Uhuhuhu. Alter, das wäre natürlich. Schau wieder, das war wieder verzogen. Das gibt's nicht. Das meine ich, Alter. Das ist schön. Allein vom Handgelenk ein bisschen mehr drauf achten. Ich bin da ein bisschen zu schlampig auch. Schön. Trotzdem rechts. Ha. Schön, trotzdem rechts. Okay. Keine Ahnung. Schön, 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 schön. Oh, doch nicht. Schau. Wahnsinn. Vergesst, was ich gesagt habe. Dieses Kettennetz, das ist so aggressiv, das ist so richtig männlich, so, oh, oder? Ja, du kannst auch smooth, verstehst du? Ich verstehe schon, wenn Leute sagen, ah, Mike, Netzsound von dem Netz, Stoffnetz ist viel angenehmer, ne? Die sind nicht aggressiv genug, die sind nicht männlich genug, klar mögen die das nicht, das ist denen zu hart, verstehst du? Das ist was für ein Streetballer, das ist was für einen richtig harten Hund, sowas. Oh, natürlich nur Spaß. Hey, Stoffnetz ist auch cool. Ah, schön. Schön, schön. Selber ausgespielt. Okay, und? Nice, aggressiv. Ah. Oh, was war das? Ey, hast du es gesehen? Uiui. Naja, trotzdem, schön. Geil. Mache ich noch was? Ich habe noch ein paar Tutorials am Start. Check aus, die kommen die Tage. Ein paar Dribbeltricks, Übungen für Anfänger, hinterm Rücken dribbeln. Einen Streetball-Move, ein Tutorial habe ich noch. Check aus. Und ansonsten, ihr könnt mir auch gerne mal Feedback dazu geben, was ihr gerne sehen wollen würdet. Korbleger, eine spezielle Art von Korbleger vielleicht. Irgendwie Dribbel für Anfänger, Dribbel für Fortgeschrittene. Ich habe einiges am Start. Ne? Daher einfach mal raushauen, was ihr euch wünscht. Ne? Hier darf man auch Wünsche äußern. Ob sie erfüllt werden, das ist natürlich wie ein anderes Ding. Ja. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, 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 Mr. Mike, Mike.